Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich Frau Bernhardt in ihrer Bewertung der UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich anschließen. Da habe ich keine andere Auffassung und auch meine Fraktion nicht. Zur Wahrung der Kinderrechte hat die Ministerin etliche Maßnahmen und Veranstaltungen genannt, wie unter anderem die Kinderschutz-Hotline, die Kinderschutz-App, die Kinderschutzwoche, auch von meiner Kollegin Frau Friemann-Jernert eben erwähnt. Da haben wir etliche Maßnahmen getroffen, die auch zur Wahrung der Kinderrechte beiträgt. Unter Punkt 1 fordern Sie die Landesregierung auf, eine langfristig abgesicherte Beschwerdestelle für Kinder einzurichten, um dort ihre Rechte vorbringen zu können. Nun gibt es sowas für Erwachsene in Form des Bürgerbeauftragten Herrn Krone. Und ich glaube nicht, dass Herr Krone oder aber auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dagegen sperren würden, wenn sich nun ein Kind oder ein Teenager eben an ihn wenden würde. Vielleicht gab es solche Fälle bereits, das könnten wir ihn ja mal fragen. Frau Bernhardt hat als Beispiel einer Beschwerdestelle das Bundesland, Hessen genannt. Unser Nachbarland Schleswig-Holstein hat auch eine Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche. Diese ist eingerichtet eben beim Bürgerbeauftragten. Da gibt es einen Flyer, den man online einsehen kann. Und an den Kollegen der AfD, der meinte, Kinder werden ja auch Menschen und hätten die gleichen Rechte. Kinder haben durchaus unterschiedliche oder andere Ansätze, wie sie ihre Rechte wahrnehmen wollen. Und da gibt es durchaus die Frage, wo sie das tun sollen und tun können. Ich habe aus dem Flyer aus Schleswig-Holstein einmal das Profil rausgesucht, was eben diese Beschwerdestelle für ein Aufgabenprofil hat. Dort steht eben als Beispiel in Schleswig-Holstein: Wir informieren dich über deine Rechte. Wir beraten dich, welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen eine ungerechte Entscheidung zu wehren. Wir suchen gemeinsam mit dir nach Lösungen, wie man deine Situation verbessern kann. Wir begleiten dich zu Terminen, zum Jugendamt oder zu einem freier Träger der Jugendhilfe. Und dann sind Beispiele aufgeführt, was Kinder und Jugendliche für Themen haben, mit denen sie sich eben an diese Beschwerdestelle wenden. Da ist zum Beispiel genannt: Ich darf nur unter Aufsicht telefonieren, auch sonst darf ich mich nie alleine in mein Zimmer zurückziehen. Hat das Heim ein Recht dazu? 15-jährige Heimbewohnerin. Oder, ich habe noch ein Beispiel: Meine Eltern wollen ins Ausland umziehen. Ich mag nicht mitkommen, möchte meine Schule und Freunde hier nicht zurücklassen. Was sind meine Rechte? 17-jährige Schülerin. Da sind noch mehr Beispiele, aber das sind tatsächlich zwei Beispiele, wo man eben schon die Frage stellen kann, an wen sollen die sich dann sonst werden? Sicherlich haben Sie als Beispiel vorhin Eltern genannt, aber in diesen beiden Fällen, die ich genannt habe, ist zum einen der Fall, dass gar keine Eltern da sind, sondern dass es eine Heimbewohnerin war, und zum anderen die Eltern eben eine Entscheidung getroffen haben, mit der die junge Frau nicht leben möchte und einen sich fragt, wie sie dagegen vorgehen kann. Insofern macht so eine Beschwerdestelle möglicherweise tatsächlich Sinn. Wie gesagt, haben wir einen Bürgerbeauftragten, den man sicherlich mal befragen kann, ob es in Mecklenburg-Vorpommern Fälle gibt, in denen sich an ihn gewendet wurde. In Punkt 2 Ihres Antrags geht es eben um die Kinderrechte ins Grundgesetz. Seit 25 Jahren gelten die Kinderrechtskonventionen eben auch in Deutschland. Eine verfassungsrechtliche Verankerung ist unabdingbar, um als Vertragsstaat und alle damit verbundenen Verpflichtungen auch nachzukommen. Daher ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass sich die SPD-Bundestagsfraktion sowie die Bundesjustizministerin und die Bundesfamilienministerin stark machen, dieses Ziel möglichst zügig umzusetzen. Die Bund-Länder-Kommission hat ihren Bericht vorgelegt, der nun eben eine Grundlage für das weitere parlamentarische Verfahren sein wird, denn eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat ist eben notwendig. Und genau deswegen ist die Einbeziehung der Länder wichtig und richtig. An diesem Punkt waren wir schon einmal. Lassen Sie uns nun abwarten, zu welchem Ergebnis dieser drei Alternativen man kommen wird und was der gemeinsame Nenner sein wird. Auch wir wünschen uns, dass es eben nicht der allerkleinste gemeinsame Nenner sein wird. Im Übrigen sind sich in der Sache Kinderrechte ins Grundgesetz alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, einig, außer die AfD, die dies ausdrücklich ablehnt. Wir sperren uns jedenfalls nicht.
benötigen dafür aber eben keine Bundesratsinitiative und lehnen den Antrag daher ab. Vielen Dank.